Wir sind ready hier auf der Single Couch 2024. Meine nächste Gästin und ich. Es ist die erste Dame am heutigen dritten Abend. Erstaunlich. Neben mir sitzt die Johanna. Johanna, grüße dich. Wo kommst du denn her und was machst du beruflich? Ich komme aus Reau und ich bin Köchin. Okay, so schickes Restaurant? Ja, die gehobene Gastronomie. Okay, wow, okay. Und was machst du? Also, habe ich gehört, da hat man nicht viel Freizeit, stimmt das? Naja, doch schon. Also, ich habe schon meine normalen 2 Tage frei. Da hat man noch eine gute Work-Life-Balance. Okay, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Ich lese zurzeit sehr gerne Bücher und bin auch gern einfach in der Natur draußen. Was liest du denn gerade für ein Buch? Ich lese gerade die Max Noll-Reihe Save Me und Save You, Save Us. Aha, okay. Also Bücher und Natur. Wir suchen jetzt hier einen Traummann für dich, ne? Wie soll der denn sein? Also was gefällt dir besonders gut bei einem Mann? Ja, man soll halt einfach offen und ehrlich sein, einfach den anderen respektieren und einfach offen miteinander kommunizieren. Das okay, optisch irgendwas, wo du sagst, das gefällt mir besonders gut? Ich liebe blaue Augen. Okay, blaue Augen. Wenn sich jetzt jemand meldet und es kommt zu einem ersten Date, was würdest du denn gern machen beim ersten Date? Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht schick essen gehen oder ein Picknick draußen. Du bist ja Köchin, würdest du vielleicht einmal selber kochen auch dann? Also würdest du ihn bekochen, ganz traditionell, sag ich mal? Ja, würde ich auch gerne. Also ich liebe Kochen. Okay, und vielleicht ein bisschen was beibringen, kann man was lernen von dir, oder? Du bist ja Profi. Ja, genau. Kann ich auch was einem beibringen. Also meine Herren, ihr habt es gehört. Wenn ihr was über Kochen lernen wollt von der Johanna, wenn ihr gern Bücher lest, auch gern draußen in der Natur seid, dann meldet euch doch gerne und lernt die Johanna kennen. Ich hab noch was für dich, Johanna. 2 original Single Couch Klupperl. Ah, danke schön. Die bilden miteinander eine Herzform. Eine Hälfte ist für dich, die andere Hälfte ist für deinen Traummann, wenn wir ihn gefunden haben. Ja, und dann schauen wir mal, oder? Das wird schon werden, Johanna. Freilich wird das was. Das wird werden. Meldet euch, meine Herren.